Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die aktuelle Look Fantastic Beauty Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Look Fantastic Beauty Box ist, wie der Name schon sagt, eine Beauty Box. Sie kommt aus England, ist die Schwester von der Glossy Box, kostet ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen, habe aber parallel noch mein Abo weiterlaufen, sodass ich euch auch eine in diesem Video verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau ganz einfach mal vorbei. So, dieses Mal kommt sie in ein wunderschönes Mitternachtsblau. Das finde ich schon mal ziemlich hübsch und ja, also sieht sehr klassisch aus, mag ich gerne leiden, hat kein besonderes Design, aber eine schöne Farbe. Ich würde sagen, wir starten. Also 5 Produkte haben wir hier meistens drin, also mindestens 5 Produkte, ne? Und wir haben auch immer was im Deckel stehen. In the darkness be the light. Oh, das soll jetzt quasi das Licht in der Dunkelheit sein. Ja, also mit dem Highlighter, den ich heute drauf habe, kriege ich das auf jeden Fall hin. Das ist der Ofra irgendwas aus der Samantha March Collection, glaube ich. Also der knallt, ne? Hammer. Okay, auf jeden Fall haben wir dieses Mal kein Heftchen mit dabei, sondern Beauty Box Edit. All the colors and all of the lights. Ist wohl die, interessantes Thema. Wir haben hier so ein Vieh drin. Featuring exclusive hints, tips, product insights, ingredients and special sneak peeks. Ja, da kriegen wir einen QR-Code. Hole ich mal mein Handy-Kabandi und mache einen Scan von diesem. Wow. Oh, meine Schwiegermama schreibt mir. Liebe Grüße, falls du dieses Video sehen solltest. Ne? Du bist jetzt hier auch live im Video gerade mit drin. Live ist gut, das wird noch, aber du bist im Video mit drin, Mensch. So, jetzt habe ich auf jeden Fall den QR-Code gescannt. Jetzt macht er was. Look Fantastic Beauty Box MAC November. Mhm. Das Magazin. Ach, guck mal, und dann hast du hier so eine Möglichkeit und kannst dann so vor dich hinblättern. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil dadurch spart man ja auch so ein bisschen Papier, ne? Und Ressourcen. Das finde ich schön. What's in the box? Stehen denn hier wenigstens mal Preise mit dabei? Nö. Natürlich nicht. Ach Mensch, wie schade. Aber die hatten ja auch in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit diesem Heftchen gehabt, ne? Von daher finde ich das ganz cool eigentlich, dass sie diesen QR-Code anbieten. Jo, andere Boxen haben das sogar so gemacht, dass sie das mal per E-Mail geschickt haben. Aber noch cooler finde ich wirklich, dass du diesen QR-Code mit drin hast und dann hast du noch so ein bisschen was Haptisches, ne? Ich habe Timestamps, Leute. Ich laber manchmal ein bisschen und verliere mich so ein bisschen in dieser ganzen Rederei. Da das ganze Beauty-Heftchen auf Englisch ist, erspare ich uns mal meine stümperhafte Übersetzung. Allein das Motto fällt mir gerade schon schwer. Alle Farben und das ganze Licht. Das scheint tatsächlich das Motto zu sein. Leuchtet mir noch nicht ganz genau so ein. Wir haben hier auf jeden Fall die Box. Ich rieche nichts. Und mach mal hier den Klebi auf. Guck mal, das ging jetzt ohne zu zerreißen. Und dann haben wir hier den Blick in die Box. Da lächeln uns Füße an. Ich würde mir wünschen, also ich mag gerne solche Fußmasken, die so Sockenmasken sind, wo sich aber nicht die Füße danach abschälen. Also quasi pflegende Masken. Ne? Das hier ist jetzt eine Moisturizing Foot Mask. Sehr gut. Von Le Mini Macaron with Lavender Oil. Okay, und hier haben wir 2 Söckchen drin. Das kommt aus Korea, also eine koreanische Maske. Das finde ich schön. Das wird ausprobiert, auf jeden Fall. Dann kann ich euch mal im Aufgebraucht-Video davon berichten, wie das so war. Und ob meine Füße auch geglitzert haben hier, ne? Oder geglänzt haben. 15 Minuten lässt du das drauf. Im Prinzip, ne, kann man sich die drauf machen. Ich, wie gesagt, Timestamps. Ich rede ab und an mal. Ab und an. Ich mache das ja immer nach dem Duschen, dass ich mir meine Füße eincreme und dann mache ich meinen Körper eincreme und mein Gesicht eincreme und meine Haare und so. Und da brauche ich locker 15 Minuten. Meistens brauche ich da sogar eine halbe Stunde oder so, ne? Eine ganze halbe Stunde, genau. In der Zeit kann Safe dann diese Fußmaske gleich bei mir einwirken. Mal gucken, ob da was passiert. Ich bin echt gespannt, ne? Okay, Produkt Nummer 1. Produkt Nummer 2 ist etwas, was ich dann wahrscheinlich direkt unter der Dusche verwenden kann. Das war lila, das ist lila, die Lady ist lila. Das ist schon mal cool, ne? Ich mag solche farblich abgestimmten Geschichten. Molten Brown Relaxing Ylang Ylang Bath and Shower Gel kommt aus England und enthält, ich glaube 100 ml waren das, ja.
Das ist eine Edition, die ich so noch gar nicht hatte. Ich habe ja schon viele von diesen Duschgelen oder Duschgels, hier sind da die Mehrzahl, Leute, schreibt mir das gerne in die Kommentare, in Beautyboxen drin gehabt oder auch in Adventskalendern. Aber das Nilana hatte ich noch nie. Oh, das riecht sehr angenehm. Nach so einem Abendduft. Mag ich gerne angenehmer Duft, so. Schöner Duft. Mag ich. Doch sehr weiblich, sehr feminin. Ist das Gleiche. So halt. Das nächste lila Produkt greife ich hier mal raus. Ich bin ja wohl mal hart passend zu dieser Box angezogen und geschminkt. Ha, es ist zwar eher Move. Egal. Ne, war nicht geplant hier. Ageless Throat and Décolletage Cream. Das sind 10 ml hier drin. Das ist eine schöne Geschichte, habe ich auch schon öfters mal verwendet. Und Fun Fact, ich verwende tatsächlich auch, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch so lange mit dieser ganzen Eincremerei, Körperseren und verschiedene Cremes für verschiedene Körperregionen. Ich bin da mittlerweile echt freaky, aber ich mache das unheimlich gerne. Ich gebe mir gerne auf meine Oberschenkel, mittlerweile nicht nur auf die Innenseiten, sondern auch auf die Außenseiten, also quasi wirklich von Knie bis Poppes, mache ich da ein schönes Öl oder so drauf, zum Beispiel von Freiöl. Dann auf meine Momo gebe ich mir immer irgendwie was anderes drauf, auch irgendwie ein Öl oder irgendwas Unparfümiertes auf jeden Fall. Und meine Hobbys und mein Dekolleté bekommen auch immer eine Extrapflege. Deswegen, das ist ganz cool, dass wir dann auch direkt in Anwendung genommen, wenn das, was ich gerade habe, leer ist. Und ja, ne? Und dann überall Klammbamm drüber kommt dann nochmal eine ganz normale Bodylotion oder gerade eine Bodybutter. Auf jeden Fall finde ich das klasse. Schön. Das habe ich auch zuallererst kennengelernt durch die Look Fantastic Beauty Box, weil die das auch irgendwie mal in einer meiner ersten Look Fantastic Boxen drin hatten. Und da habe ich mich auch so gefragt, hä, wer benutzt denn für Hals und Dekolleté eine separate Creme? Und mittlerweile bin ich so crazy unterwegs, dass ich echt schon so eine richtige, ihr kennt das ja auch, wenn ihr meine Routine ja auch schon mal gesehen habt oder wenn ihr mir auf Insta folgt und ich da einfach mal so einen Blick in meinen Badezimmerschrank zeige. Ich bin da manchmal echt ein bisschen drüber, ne? Ist egal, wir kriegen das alles gebacken. Ja. Als nächstes haben wir etwas drin, was ich persönlich leider nicht wirklich verwende. Noch ein Fun Fact, ich habe eben komplett meine ganzen Augenstifte mal durchsortiert und habe alle Dip Eyeliner aussortiert und ich habe so gut wie alle Kajalstifte aussortiert, weil ich sie nicht verwende. Und da muss ich ehrlich zu mir selber sein, wenn das ein Kajal ist, der vielleicht so ein dunkelbraun ist oder so, den ich dann für den Alltag mal eben so auf der, hier, ne, als Eyeliner-Ersatz oder sowas nehmen kann, ne, kann der ruhig bleiben, aber da brauche ich keine fünf Stück von oder in allen möglichen Farben oder so. Blödsinn. Und deswegen wird der hier auch nicht in mein Fullface Beautyboxen mit reinkommen, weil ich ihn einfach nicht verwende danach. Und das ist dann traurig, ne? Ich mache ja gerne meine Fullface Beautyboxen, wo ich die Produkte aus den Monatsboxen halt ausprobiere. Wenn da aber Sachen drin sind, wo ich weiß, ich verwende sie nicht oder ich habe hier das 20. Parfum drin, wo ich sage, nee, ich brauche das nicht, weil der Duft spricht mich nicht an, dann kommt das nicht mit rein. Aber ich habe ja genug Stoff, um ein Video zu füllen. Auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn. Diego de la Palma haben wir hier ein Mini-Mini-Mini-Kajal. Angel Consulting. Achso, nee, das ist die Firma. In der Farbe 103. Nee, Quatsch, das ist ein Eyebrow Pencil. In schwarz oder was? Das müssen wir uns gleich. Also, das. Oh je, ne? Das sieht doch schwarz aus. Das ist ein Augenbrauenstift. Ich dachte, das wäre ein Kajal und habe schon direkt hier losgedisst. Und dann ist es am Ende ein ganz dunkelbrauner Augenbrauenstift. Leute, ich bin Blondchen, ne? Ich weiß noch nicht. Ich lege es mal in die Box und dann kann ich mir beim Fullface Beauty Boxen halt immer noch überlegen, ob ich den dann ausprobiere oder nicht, weil das sieht halt nicht schwarz aus. Gut, ja, haben sie recht, ist okay. Könnte vielleicht sogar richtig gut passen. Ich werde es mal gucken, weil meine Augenbrauen sind ja recht dunkel, obwohl ich ja blond bin und ich bin ja nicht gefärbt, ne? Ich bin halt einfach nur, wie ich bin. Und dann habe ich halt meinen Straßenköter blond bei meinen Augenbrauen. Egal. Na gut. Na gut. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind, das steht jetzt so nicht drauf, aber der ist echt winzig klein, Leute, ne? Vielleicht ein Drittel von einem normalen Kajal oder so, weil ich versuche euch ja auch immer die Preise so auszurechnen. Nun, zwei Produkte haben wir noch. Einmal habe ich hier von Comfort Zone Renight Cream Nourishing Vitamin Cream Night, also quasi eine Nachtcreme. 30 ml haben wir hier drin enthalten und ja, natürlich können wir das jetzt gerade auch sehr gut gebrauchen, ne, mit dieser ganzen nährenden Geschichte und alles
super viel Feuchtigkeit spendet und so, weil durch hier Heizungsluft, trockene Luft, Kamin und so weiter und so fort. Also ich fühle mich manchmal wie so eine Trockenpflaume, wenn ich hier sitze. Wir haben extra so ein Feuchtemessgerät und wenn das unter 20% anzeigt, zeigt das einfach nur low an. Und das haben wir sehr oft hier. Ja, wir müssen hier immer zusehen, deswegen hänge ich hier auch bei uns im Haus immer im Winter super gerne nasse Wäsche halt auf, ne, weil wir brauchen mehr Luftfeuchtigkeit. Crazy Cream. Crazy Cream. Genau. Zurück zur Creme. Kann ich gut gebrauchen. Schön. Ich habe es eben schon im Glossybox-Unboxing gesagt. Ich habe heute irgendwie so einen kleinen Schuss weg. Ne? Tut mir leid. Habt ihr vielleicht gestern schon gesehen. Von einer Marke, die relativ hochpreisig ist, haben wir hier was sehr Interessantes. Balance Me BHA Exfoliating Concentrate mit 30 Millilitern mit Salicylsäure. Ja, BHA ist Salicylsäure. Und ich persönlich verwende auch gar nicht mehr diese mechanischen Peelings. Hallo, danke. Sondern nur noch diese Säurepeelings oder Enzympeelings. Bin da gerade sehr glücklich drüber, muss ich gestehen. Kann ich gut gebrauchen. Also wirklich, ne? Und ja, das waren mehr als 5 Produkte, nämlich 6. Das ist ja cool. Wahrscheinlich, weil wir hier echt so einen kleinen Prümpel nur drin hatten, ne? Aber dann kommen wir damit klar, wenn das halt nur so eine kleine Geschichte war. Auch Brei war eine relativ kleine Geschichte. Ansonsten halt, ja, schon nicht nur Full Size, aber schon annehmbare und gut verwendbare Größen. Auch vom Wert her, glaube ich, liegen wir gar nicht mal so verkehrt hier. Ja, also ich fand's klasse. Ich habe euch eben, glaube ich, auch schon einen Code eingeblendet. Da könnt ihr die Box ein bisschen günstiger kriegen. Setze ich aber auch nochmal in die Infobox. Da steht sowieso alles drin. Da steht mein Leben gefühlt drin. Ich verlinke euch ja alles, ne? Jedes einzelne Produkt bekommt einen Link, sofern ich das irgendwo im Internet finde. Ich schreibe euch dabei, falls ihr wenn ihr auf den Link klickt, dass das zum Beispiel bei Igral gelistet ist, arbeite ich nicht mehr zusammen, ist aber so ein Cashback-Programm, was ich halt nutze und wo ich echt gut jetzt so in letzter Zeit auch Cashback bekommen habe, wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen darf, weil das Ding ist einfach, ich habe ja auch durch die ganzen Adventskalender und so, die ich ja selber auch kaufe, gewisse Ausgaben und wenn ich dann sehe, das ist ein Shop, der da irgendwie bei Igral drin ist und ich bekomme da irgendwie meine, keine Ahnung, 5% oder so Cashback, freue ich mir einen Keks, ne? Schön, ja. Egal, auf jeden Fall. War das jetzt quasi das Gedöns, also das war mein Unboxing hier zu der Loquentistic Beauty Box und abgesehen davon, dass es eine Kooperation ist, finde ich die Box geil. Sonst hätte ich die ja auch nicht weiterhin selber im Abo, weil ich die einfach gut finde. Und ich weiß gar nicht, ob es den Loquentistic Adventskalender noch gibt. Weiß ich nicht, der war relativ lange verfügbar, ne? Sonst schaut da gerne auch mal vorbei. Habe ich euch bestimmt auch in die Infobox gesetzt. Den habe ich auch schon ausgepackt und im i verlinkt. Ich bin da ja immer ganz wild unterwegs, wenn ich hier rumschneide, ne? Ihr Lieben, so, ich höre auf zu reden. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!